Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video wird es mal wieder um das Thema Trade Republic gehen. Ich habe ja mittlerweile fast schon ein Jahr mein Depot bei Trade Republic und auch gleichzeitig mein erstes Depot bei Trade Republic eröffnet und möchte in diesem Video einfach nochmal wieder meine Erfahrungen und meine Meinung zu der ganzen Thematik quasi Billigbroker Trade Republic abgeben. Taugt Trade Republic wirklich das, was es vielleicht auch verspricht? Und wie sehe ich so die ganze Sache? Ganz wichtig hierbei ist, das ist alles nur meine persönliche Meinung. Vielleicht haben andere Parteien da auch andere Meinungen. Das ist natürlich logisch, sonst wäre das ja auch langweilig, wenn alle derselben Meinung wären. Ich möchte allerdings nicht, dass irgendwelche Sachen aus meinem Video dann als Anlageberatung oder sonstiges gewertet werden. Das ist es nämlich auf keinen Fall. Das ist nur meine Meinung und das sind auch nur meine Erfahrungen. Gut, ich habe mir ein paar Stichpunkte aufgeschrieben zum Thema Trade Republic und meine Erfahrung. Ich möchte ganz gerne mal damit anfangen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, dass ich mir ein Trade Republic Depot eröffnet habe. Ich habe irgendwann letztes Jahr angefangen, mir mal Gedanken darüber zu machen, wie man vielleicht sein Geld investieren könnte und bin dabei natürlich auch auf Kanäle wie den Finanzfluss oder sonstige Finanzkanäle gekommen und wollte dann gerne halt ein ETF-Sparplan einrichten. Und gerade zu dem Zeitpunkt war gerade Trade Republic quasi im Kommen, war gerade auf dem Markt und dann habe ich mich dazu entschieden, mich da anzumelden, denn die Konditionen waren damals einfach schon quasi unschlagbar den anderen gegenüber. Zum gesamten Anmeldeprozess habe ich auch schon ein Video gemacht. Das habe ich euch hier oben verlinkt. Falls ihr euch da anmelden wollt und wissen wollt, was so für Schritte auf euch zukommen, dann könnt ihr euch das gerne nach diesem Video auch noch angucken. Mich hat beim Anmelden allerdings schon quasi begeistert, wie einfach es quasi ist, dass ich einfach von meinem Handy mich anmelden konnte und kein Bankgespräch oder keinen Banktermin vereinbaren musste. Ich konnte alles bequem von zu Hause machen und habe gleichzeitig dieselbe Sicherheit wie bei jedem anderen Broker. Denn auch Trade Republic ist von der BaFin geprüft worden und hat auch quasi alle Richtlinien oder entspricht quasi derselben Sicherheit wie jeder andere Broker. Um jetzt nochmal zurückzukommen auf diesen zum Beispiel Termin mit einer Sparkasse oder einer Volksbank, wenn ich mein Depot da eröffnet hätte, wie es ein Kollege von mir auch getan hat, dann hätte ich früher oder später gemerkt, dass die Provision, die Orderprovision dort extrem horrend hoch sind. Teilweise werden sie sogar mit Prozent von dem Betrag, den man investiert, berechnet, was halt in meinen Augen halt gar nicht geht. Da punktet Trade Republic natürlich mit seinen 1 Euro Ordergebühren und Trade Republic war damit auch quasi der Vorreiter. Wir sehen ja jetzt zum Beispiel, dass es auch noch andere Anbieter gibt, die für 1 Euro oder 0 Euro quasi Trading anbieten oder Aktienkauf anbieten, aber Trade Republic hat damals quasi diese Revolution der Broker in Deutschland losgelöst. Gut, nachdem ich jetzt darüber geredet habe, wie ich überhaupt zu Trade Republic hingekommen bin, wie ich da mein Depot eröffnet habe, möchte ich jetzt mal meine Meinung so allgemein zu meinen Aktienkäufen und Verkäufen kundgeben quasi. Ich habe nämlich schon so einige Aktien auf Trade Republic gekauft, auch schon mit verschiedenen Orderarten, zum Beispiel mit dem Sparplan bespare ich den MSCI World monatlich mit momentan leider nur 25 Euro. Das möchte ich auf jeden Fall auch noch aufstocken. Auf jeden Fall habe ich damit bis jetzt nur positive Erfahrungen gemacht. Man bekommt jedes Mal eine kleine Push-Benachrichtigung, wenn dann wirklich die Order ausgeführt worden ist. Das Einzige, worauf man achten muss, ist, dass genug Kapital auf dem Trade Republic Konto ist. Und auch damit konnte ich bis jetzt nur positive Erfahrungen sammeln. Die Überweisungen sind immer innerhalb 1 bis 2 Tage bei mir immer direkt auf den Trade Republic Depot ohne irgendwelche Probleme angekommen. Auch mit der Limit Order habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Letztens noch vor kurzem, also habe ich die Shell Aktie Royal Dutch aus meinem Depot quasi rausgeworfen mit einer Limit Order und war damit auch vollkommen zufrieden. Auch da, man bekommt direkt wieder eine Push-Benachrichtigung und sieht so quasi sofort in derselben Sekunde noch, was so in seinem Trade Republic Depot passiert. Das gefällt mir sehr gut, diesen sofortigen Einblick auch in das Geschehen vom Depot. Auch mit dem normalen Kauf habe ich schon Erfahrungen gemacht. Meine erste Aktie habe ich zum Beispiel die McDonald's Aktie einfach mit einer ganz normalen Market Order ausgeführt. Da habe ich bis jetzt auch nur positive Erfahrungen gemacht.
bei den Market Order oder allgemein beim Kauf und Verkauf von Aktien und nicht ETFs ist nur darauf zu achten, dass man quasi zu der richtigen Uhrzeit einkauft oder verkauft, wo das Handelsvolumen am höchsten ist. Das ist meistens am sinnvollsten, damit die Order auch am schnellsten ausgeführt wird. Aber das erkläre ich dir auch in dem Video, was ich dir oben verlinkt habe, in der Anleitung zu Trade Republic. So, was noch sehr wichtig ist, anfangs hatte Trade Republic ja nur Sparpläne auf ausgewählte ETFs. Mittlerweile hat sich das auch auf extrem viele Aktien ausgeweitet. Das heißt, man kann auch Aktien jetzt auf Trade Republic per Sparplan besparen, was auch eine sehr interessante Art ist, quasi in Aktien zu investieren, vor allem auch wenn man das Ganze mehr passiv machen möchte. Und den riesigen Vorteil, den ich auch bei Trade Republic hier sehe, im Gegensatz zu anderen Brokern, dass man zu 10 Euro den Sparplan pro Monat auslösen kann, währenddessen man bei den meisten anderen Banken oder Brokern für 25 Euro nur den Sparplan im Monat auslösen kann. Jetzt denkt sich vielleicht der ein oder andere, was soll denn jetzt der Unterschied sein? Was ist denn jetzt das Problem daran? Beim einen zahlst du 25, beim anderen 10. Im Endeffekt sparst du alles in dieser Aktie, aber nein. Wenn der Sparplan günstiger ist, das heißt, du kannst für 10 Euro eine Aktie besparen, kannst du deine gesparte Summe viel besser diversifizieren. Zum Beispiel hast du 50 Euro im Monat zur Verfügung, um diese zu sparen, kannst somit in 5 verschiedene entweder ETFs oder Aktien investieren. Falls du 25 Euro Mindest-Sparplanorder hast, dann kannst du ja nur 2 auswählen. Und gerade bei Einzelaktien ist es sehr, sehr wichtig, sein Portfolio zu diversifizieren und in verschiedenste Aktien, in verschiedensten Bereichen zu investieren. Gerade deshalb finde ich das eine sehr, sehr gute Errungenschaft von Trade Republic, da die Sparpläne für 10 Euro eingeführt zu haben. Ja, jetzt kommt natürlich auch sehr, sehr viel Skepsis, gerade von Leuten, die vielleicht noch nicht so oft den aktuellsten, neuesten Stand sind zum Thema, wie finanziert sich denn so ein Billigbroker wie Trade Republic eigentlich? Womit verdienen die ihr Geld? Das ist doch kein Wohlfahrtsverein, die machen das doch nicht für lau. Das ist richtig, denn Trade Republic finanziert sich durch die sogenannte Rückvergütung. Trade Republic hat ja als Handelspartner die Lang und Schwarz, worüber die Orders dann abgewickelt werden. Und von der Lang und Schwarz bekommt Trade Republic eine Rückvergütung, falls du oder ich eine Aktie oder ein ETF bei Trade Republic kaufen. So, jetzt kann man denken, ja okay, gut, dann stimmt das ja vielleicht gar nicht, dass man da keine Order-Provision zahlt. Man zahlt sie vielleicht einfach nur über anderen Wege oder sonstiges, zahlt dann mehr beim Aktienkauf. Aber gerade das ist der Fehler im Denken, denn auch andere Banken, zum Beispiel ganz große angesehene Banken, die immer noch hohe Order-Provisionen haben, auch die bekommen diese Rückvergütung. Das ist nämlich bei den Brokern schon lange quasi gang und gäbe, dass es Rückvergütung gibt. Und genau durch diese Rückvergütung finanziert sich dann Trade Republic im Endeffekt auch sein ganzes Unternehmen oder halt den Broker. So, da Trade Republic natürlich pro Order oder pro abgewickelten Kauf, Verkauf, sonstiges eine Provision bekommt oder eine Rückvergütung dann quasi, möchte Trade Republic natürlich auch, dass das Geld mehr oder weniger in Bewegung ist. Trade Republics Ziel ist es deswegen nämlich, dass möglichst viele Aktien gekauft und verkauft werden oder möglichst viele Sparpläne aktiv sind oder möglichst viele Aktien verkauft werden. Gut, das ist ja eigentlich nicht das Problem von mir oder dir quasi als Investor, wenn Trade Republic möchte, dass viel abgewickelt wird. Im Endeffekt kaufen wir ja nur das, was wir wirklich für richtig halten. Das ist zumindest meine Annahme, denn gerade auch die Kritik fällt oft, dass Trade Republic viel zu einfach gestaltet sei, dass du viel zu einfach deine Aktie kaufen könntest, mit ein paar Klicks schon quasi eine Aktie gekauft oder verkauft hast und das extrem zum Handeln und Trading verleitet, was nicht gut ist. Denn zum Beispiel durch Daytrading oder sonstige Trading-Vorhaben von Anfängern geht meistens nur sehr viel Geld verloren. Ich persönlich investiere mit der Buy-and-Hold-Strategie und wenn man sich dann noch zusammenreißen kann, das heißt, dieses spielerische Design nicht ausnutzt und nicht unnötig viele Aktien kauft, verkauft und handelt, dann finde ich, ist das gar kein Problem, dass diese App vielleicht einfacher gestaltet ist, dass man eine Aktie schneller kaufen kann. Denn als Anwender muss man sich immer selber bewusst sein, was kaufe ich hier gerade oder was verkaufe ich hier gerade. Und man muss sich dann natürlich auch seiner Anlagestrategie bewusst sein. Wenn ich zum Beispiel mit der Buy-and-Hold-Strategie investiere, kaufe ich Aktien und ETFs auf lange Sicht, mehr als 5 Jahre. Ich persönlich möchte diese Aktien wahrscheinlich sogar über 20 Jahre halten. Ich möchte das Geld nicht so schnell auszahlen lassen. Deshalb kaufe ich gerne mit den möglichst günstigen Konditionen, auch wenn es einfach ist, die Aktie quasi wieder zu verkaufen, wenn sie gerade in die roten Zahlen geht oder sonstiges. Das mache ich einfach nicht. Ich
bin dann selber quasi davon überzeugt, dass jeder sich zusammenreißen kann und auch sinnvoll und langfristig auch mit Trade Republic investieren kann, ohne unnötige Trades zu machen. Gut, das war jetzt meine Meinung zu der allgemeinen Gestaltung von Trade Republic, die oft auch in Kritik gerät. Auch habe ich oft unter meinen YouTube-Videos gefragt bekommen, wie das denn eigentlich mit den Steuern bei Trade Republic abläuft. Das ist super simpel, auch für Anfänger gestaltet. Auf Trade Republic kannst du dir wie jeder andere Bürger einen Steuerfreibetrag von 801 Euro pro Jahr einrichten. Das kannst du in den Einstellungen machen. Das ist ziemlich einfach. Du kannst einfach deinen gewünschten Freistellungsauftrag eingeben und dann prüft Trade Republic das und du hast den quasi freigeschaltet. Und zu den Steuern, Trade Republic führt selber alle Steuern ab, die irgendwo anfallen. Das heißt, bei den Steuern brauchst du dir als Endverbraucher Stand jetzt und soweit ich weiß, keine Gedanken machen, denn jeder Broker muss die Steuern für seine quasi Anleger abführen. Das bleibt dann im Endeffekt nicht am Anleger hängen, sondern am Broker. Und auch wenn du dann deine Zahlung oder sonstiges bekommst, siehst du auch, dass da immer Quellsteuer abgeführt wurde. Gut, das war jetzt so meine Meinung und meine Erfahrung im Jahre 2020 mit Trade Republic. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video so einen kleinen Einblick geben und vielleicht auch so einen kleinen Anstoß geben, dich vielleicht auch selber mal bei Trade Republic anzumelden, falls du dich dafür interessierst. Du kannst mir natürlich gerne das Video hier oben noch angucken. Da habe ich dir dann eine Anleitung reingepackt, wie du dich von Anfang bis Ende bei Trade Republic anmeldest und was für Schritte auf dich zukommen und worauf du achten musst. Falls du dich außerdem bei Trade Republic anmeldest, würde ich mich sehr freuen, wenn du einfach mal meine Videobeschreibung guckst. Da habe ich dir nämlich einen Link zu Trade Republic reingepackt. Wenn du dich darüber anmelden würdest, würdest du keinen Cent mehr bezahlen, würdest meinen Kanal allerdings extrem unterstützen. Gut, dann hoffe ich außerdem natürlich, dass du auch schon längst meinen Kanal abonniert hast und diesem Video ein Like da gelassen hast. Das wird mir nämlich im YouTube-Algorithmus auch sehr weiterhelfen und wird mich persönlich auch sehr freuen. Dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Video wieder und wünsche dir natürlich noch einen schönen Tag.